läuft schief im schulischen Sprachunterricht, und zwar sowohl im Fremdsprachenunterricht als auch im muttersprachlichen, also Deutschunterricht. Ich will heute mich mit drei Kardinalfehlern befassen. Zum einen das Primat der Methodik gegenüber der Didaktik, also das Wie kommt häufig vor dem Was, was leider falsch rum ist. Dann werden vor allem im Fremdsprachenunterricht immer nur die Wörter in den Blick genommen. Und drittens geht es meistens um Sprechen, Sprechen, Sprechen. Das heißt, der mündliche Sprachgebrauch und überhaupt der Sprachgebrauch im Allgemeinen geht vor der Sprachbewusstheit. Hier ein Englischarbeitsblatt meiner Tochter. Es geht um das Thema Familie. Es wird Wortschatz zur Familie erworben, wie zum Beispiel Uncle oder Dad oder Mom und so weiter. Und auf diesem Arbeitsblatt waren eben verschiedene Figuren aufzukleben, die vorher ausgeschnitten werden mussten. Inwiefern kann man sich fragen, ist das eine sinnvolle Übung und inwieweit ist es einfach nur Arbeitsblatt, Beschäftigungstherapie oder Methodengymnastik. Was lernt man eigentlich dabei? Nun, man lernt auszuschneiden und Figuren aus einer Geschichte zuzuordnen. Man lernt relativ wenig Englisch, ich würde sogar sagen praktisch gar kein Englisch. Denn man schreibt bei der Übung nicht. Man spricht nicht, es sei denn, man wird von einem Erwachsenen individuell begleitet, was in diesem Fall möglich war, der ab und zu Fragen stellt und englische Sätze sagen lässt. Aber im Normalfall wird man hier nicht sprechen. Und man lernt bestenfalls Einzelwörter statt eben natürlicher Wortverbindungen, in die die Wörter normalerweise eingebettet sind. Wir sehen also Methodengymnastik ohne Zweck und Sinn und Zeitverschwendung noch dazu. Kann man es nun besser machen? Nun, zunächst muss man sich klar machen, dass es durchaus teilweise im Fremdsprachenunterricht um Einzelwörter gehen kann. Es gibt nämlich Wörter, die relativ beliebig kombinierbar sind und die wie im Deutschen funktionieren. Da kann man also ganz einfach Sätze bilden, zum Beispiel My uncle likes my father likes me. I look at the tree, my father looks at the tree, my uncle is great und ähnliche einfache Wörter, die relativ beliebig kombinierbar sind. Und wenn wir sie kombinieren, erhalten wir vernünftige englische Sätze. Solche Wörter kann man eigentlich relativ schnell lernen, indem man sie in Gleichungen mit deutschen Wörtern lernt. Also schlicht und ergreifend eine Vokabel-App benutzt, zum Beispiel hier die von Pons und Wörter dann eben in regelmäßigen Abständen wiederholt, bis man sie kann. Das geht meistens viel schneller als durch Ausschneiden von hübschen Bildern. Und man bekommt auch noch die Aussprache immer mitgeliefert und kann auch selber sprechen, was sehr sinnvoll ist. Also da helfen uns die Apps und wir kommen sehr schnell viel weiter im Sprachunterricht. Es gibt allerdings auch Wörter, für die wir immer noch einen Lehrer brauchen. Da setzt dann eben die Sinnhaftigkeit der Lehre ein. Das sind die nicht beliebig kombinierbaren Wörter. Da braucht man einen guten Lehrer, der die Wortumgebung erläutert. Kleine Beispiele auf der folgenden Folie. Hier sehen wir eben jetzt typische Wortumgebungen, die wir mitlernen müssen und die sich vom Deutschen unterscheiden. Also beim ersten Beispiel haben wir Braten mit Kartoffeln und Gemüse. Das würde im Englischen zum Beispiel heißen Roast Jointed Beef, also Rinderbraten with Vegetables. Und zwar nicht with Potatoes and Vegetables, wie man meinen könnte. Das muss ein guter Lehrer natürlich wissen, dass dieser Bereich der Wirklichkeit im Englischen anders aufgeteilt wird. Also Potatoes sind eben auch Vegetables, sodass sich der Satz with potatoes and vegetables recht merkwürdig anhört. Zweites Beispiel, ich beneide ihn um seine Arbeit. Wenn man das Wort beneiden
Im Deutschen lernt, muss man wissen, dass es mit umgebraucht wird. Lernt man es im Englischen, muss man wissen, dass dort gar keine Präposition steht. Also es heißt, I envy him his job. Ich beneide ihn um seinen Job. Drei Treppen hochgehen. Da wäre es auch schlecht, wenn man einfach nur lernt, Treppe, Stairs. Weil Sie müssen drei Treppen hochgehen, heißt, you have to go up three flights of stairs. Und nicht go up three stairs. Muss man auch erläutern, werde ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit machen, sondern einfach erstmal nur zur Kenntnis nehmen lassen. Er hat es aus verletzter Eitelkeit getan. Da haben wir im Deutschen ein Wort Verbindung aus verletzter Eitelkeit. Im Englischen würden wir aber einfach sagen, he did it at a peak. Das heißt, dieser Wortverbindung entspricht im Englischen hier ein Einzelwort. Du hättest hier mal Staub putzen können. You could have run a duster around here. Staub putzen muss also durch eine längere Wendung, run a duster, wiedergegeben werden, die dann auch mit, ja, sozusagen, here plus einer Präposition gebraucht wird. Hier sollte also die Aufgabe des Lehrers liegen. Der Lehrer sollte in der Lage sein, auf solche Komplexitäten der englischen Sprache hinzuweisen. Wir brauchen keinen Lehrer, damit er uns Arbeitsblätter gibt, aus denen wir Personen herausschneiden und sie dann auf Blätter kleben. Das ist verschwendete Lernzeit. Wir haben nur ca. 800 Stunden Zeit, um die englische Sprache in der Schule zu lernen. Da wollen wir möglichst viel lernen. Drittens herrscht der Irrglaube, dass Fremdsprachenlernen vor allem aus Sprechenlernen bestehen sollte. Dabei gilt eigentlich für die spätere Nutzung der Sprache, es wird viel mehr geschrieben, heutzutage insbesondere E-Mails zum Beispiel. Insgesamt wurde nie so viel geschrieben wie heute und wer schreibt, bietet mehr Informationen in kürzerer Zeit für den Empfänger. Also ein Leser kann schneller lesen, als ein Hörer hören kann sozusagen, beziehungsweise ein Sprecher kann nicht so viel Informationen in der gleichen Zeit vermitteln wie ein Schreiber. Fazit ist also, dass Schreiben eine unverzichtbare Lernhilfe ist. Außerdem ist es natürlich ein hohes Bildungsgut und der Schlüssel, insbesondere in der Fremdsprache, zur Teilhabe an der Weltgesellschaft. Das heißt, wir müssen genauso viel schreiben im Fremdsprachenunterricht und auch im Deutschunterricht wie sprechen. Das hilft uns auch in den Anfangsjahren schon, sich die Sprache besser einzuprägen, zum Beispiel. Hinterher geht es natürlich dann mehr um das Verfassen ganzer Texte. Außerdem gibt es eine Verbindung zum nächsten Punkt, der Sprachbewusstheit. Wir haben einen viel bewussteren Zugriff auf Sprache, wenn wir sie schriftlich vor uns sehen. Da sehen wir dann unsere Fehler. Wir merken uns aber auch neuen Wortschatz, den wir zum Beispiel im Wörterbuch nachschlagen, beim Schreiben viel besser. Ja, in Verbindung mit dem Punkt, nicht nur sprechen, sondern auch schreiben, steht eben die Frage des Sprachgebrauchs allgemein. Sprachunterricht kann, wie ich eben sagte, nicht nur Sprachgebrauch bedeuten, sondern muss eigentlich auch Sprachbewusstheit mit einbeziehen, weil wir ansonsten zwar kommunizieren, aber am Ende nicht mehr verstanden werden. Leider, können einige Kollegen diesen Punkt auch nicht richtig verstehen offenbar. Da schreibt zum Beispiel der frühere Siegner-Kollege von mir, Hans Brügelmann, im Tagesspiegel, wem nützt es, Belanglosigkeiten oder inhaltlichen Unsinn orthografisch korrekt schreiben zu können? Und in dem gleichen Artikel sagt er auch, es ist außerdem nicht eindeutig erwiesen, dass Schüler heute wirklich weniger Rechtschreibung beherrschen als Schüler vor 50 Jahren. Doch, muss ich sagen, ein anderer Siegner Kollege, deren Studie offenbar nicht zur Kenntnis genommen hat, widerspricht da ganz klar. Er findet etwa doppelt so viele Rechtschreibfehler in heutigen Arbeiten wie in Arbeiten aus den 70er Jahren. Und man könnte natürlich auch mal die Gegenfrage stellen, wer möchte denn Bewerbungen, Aufsätze, E-Mails und so weiter lesen, die vor lauter Rechtschreibfehlern kaum noch zu entziffern sind. Oder wer möchte einem deutschen Nichtmuttersprachler, um auf den Fremdsprachenunterricht zurückzukommen, gerne lange zuhören, wenn seine Aussprache kaum zu verstehen ist und er ständig Grammatikfehler produziert? Das müssen wir hier natürlich auf uns selbst, also zum Beispiel auf unser Sprechen in der Fremdsprache Englisch beziehen. Wir wissen selbst, wie wir reagieren, wenn wir einen
Nicht-Muttersprachler kaum verstehen können oder er ständig Grammatikfehler produziert. Das heißt, ohne Regeln und ohne die Beachtung von Regeln gibt es auch keine Kommunikation. Da brauchen wir eben auch formorientierte Übungen im Deutschunterricht, zum Beispiel das Diktat, um die Rechtschreibung zu erlernen. Im Fremdsprachenunterricht eben auch auf die Form gerichtete Grammatikübungen oder eben leider mehr oder weniger stupides Wortschatzlernen, das aber heute angenehmer gemacht werden kann, wie wir gesehen haben, durch Apps. Das heißt, Inhalt und Form müssen immer in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Inhaltliche Übung, formorientierte Übung. Man kann sich nicht nur auf die Bedeutung von Sprache konzentrieren. Das ist lange Zeit an der Grundschule schiefgelaufen. Man merkt es inzwischen allerdings und nimmt dort auch gewisse Korrekturen vor. Ja, zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass es positive Effekte in grammatischer Instruktion gibt, auf die Präzision und Korrektheit des Ausdrucks, aber auch auf die Geschwindigkeit des Erlernens einer Fremdsprache. Also man lernt eine Fremdsprache schneller, nicht nur korrekter, wenn man auch Grammatikwissen hat. Wer keine Grammatik erwirbt, das kann man ja bei Zweitsprachenlernern leicht feststellen, die also gar keinen Unterricht erhalten, sowas gibt es ja teilweise noch. Dann können Sie selbst einfachste grammatische Phänomene häufig nicht korrekt produzieren. Also im Englischen hat man das zum Beispiel festgestellt für ja, das Präteritum-Morphem ED, also zum Beispiel in learned. Das wird nicht korrekt gelernt, wenn man es nicht beigebracht bekommt. Wir sehen also, wir sollten Grammatik, grammatisches Üben, formales Üben nicht geringschätzen. Häufig wird der Grammatik und dem Wortschatz etwas verächtlich im Sprachunterricht eine dienende Funktion zugewiesen, auch der Rechtschreibung im Deutschunterricht. Eine solche Argumentation ist natürlich äußerst fragwürdig. Wer würde zum Beispiel behaupten, dass Technik, der auch heute häufig eine dienende Funktion zugewiesen wird, etwas Unnötiges ist? Also ich fahre gern mit Technik von Osnabrück nach Hannover, nämlich mit dem Zug. Zu Fuß gehen wäre sicherlich etwas anstrengend. Ähnlich verhält es sich mit der dienenden Funktion der Grammatik und des Wortschatzes. Ohne die kann man überhaupt keine Fremdsprache oder auch die Muttersprache vernünftig sprechen. Und sie lassen sich eben nicht nebenbei lernen, wie häufig behauptet wird. Man muss bewusste Anstrengungen unternehmen. Wir brauchen also weniger Arbeitsblätter und weniger Strategien. Heute habe ich noch ein Arbeitsblatt gesehen zu einer Leseübung, in der es hieß, worum könnte es sich in diesem Text handeln? Die Überschrift hieß die Steinzeit. Da ging es also darum, Lesestrategien zu vermitteln. Die Blödsinnigkeit einer solchen Übung tritt einem doch recht schnell vor Augen, denn wenn ein Text heißt die Steinzeit, worum soll es in dem Text dann wohl gehen? Also zusammengefasst, jede neue Methode, sicherlich Strategieorientierung, an manchen Stellen sinnvoll, vor allen Dingen bei sehr komplexen Dingen wie Schreiben und Übersetzen. Aber jede neue Methode, jedes Arbeitsblatt ist darauf hin zu prüfen, ob es sinnvoll eingesetzt werden kann, ob es den Lernprozess beschleunigt oder wie eben beim Zerschnipseln gesehen, eher den Lernprozess verlangsamt bzw. wertvolle Lernzeit vergeudet. Die Schulzeit ist begrenzt, wir sollten sie sinnvoll nutzen.